Herzlich willkommen zu Extra 3. Lorenz Kaffier ist zurückgetreten. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern ist über den Kauf einer Pistole von einem mutmaßlich Rechtsradikalen gestolpert. Dabei muss man Kaffier eigentlich loben. Ich meine, er hat privates Geld eingesetzt, um die rechte Szene zu entwaffnen. Kaffier sagt, er trete zurück, weil es eine, Zitat, völlig enthemmte Berichterstattung gegeben habe wegen seines Waffenkaufs. Und es wäre tatsächlich absurd, Lorenz Kaffier eine politische Nähe zu Rechtsradikalen zu unterstellen. Er hätte aber diesen Vorwurf selber viel wirksamer entkräften können, wenn der alte Womanizer etwas mehr gesagt hätte zu dieser Waffe. Und vielleicht auch etwas früher. Monatelang hat Kaffier auf entsprechende Anfragen der Taz nicht geantwortet. Gut, wahrscheinlich redet man als CDU-Innenminister erstmal nicht mit der Taz. Klar, der Papst macht ja auch kein Interview mit dem Playboy. Kann ich durchaus verstehen. Aber er hat es ja dann doch zugegeben, dann gegenüber dem Spiegel. Also, was ist passiert? Lassen wir alles nochmal Revue passieren. Lorenz Kaffier hat 2018 eine Glock gekauft. Eine solche Waffe darf er haben. Das ist nicht das Problem. Er darf die besitzen, weil er nämlich Jäger ist. Man denkt bei Jäger als eher Unbedarfter natürlich an Rotkäppchen und Schießgewehr und so weiter. Aber es gibt Situationen, da braucht ein Jäger eben auch mal eine Glock. Auch wenn man eine solche Waffe eher mit einem Gangsterfilm verbindet. Aber es gibt so Situationen auch für Jäger, ja, wo sie dann sagen, hey, Wildschwein, komm mit erhobenen Armen raus, lass die verdammten Eicheln fallen und beweg deinen Arsch langsam zu mir. So ist gut. Kaffier hat sich diese Waffe gekauft auf die Art und Weise, wie man das in Mecklenburg-Vorpommern eben macht, nämlich im analogen Darknet, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, bei einem gewissen Frank T. hat er die Waffe erworben. Frank T. wiederum ist der Betreiber eines Schießplatzes in Güstrow, auf dem auch Spezialeinheiten der Polizei trainiert haben. Darunter auch ehemalige, teils verurteilte SEK-Mitglieder mit Verbindung zur rechtsextremen Prepper-Gruppe Nordkreuz. Diese Gruppe bereitet sich auf einen Staatszusammenbruch vor und will gewaltsam gegen politische Gegner vorgehen. Nach Recherchen der Taz war auch der Betreiber von Baltic Shooters Frank T. Mitglied von Nordkreuz. Baltic Shooters wirbt im Netz mit Besuchen des Innenministers. Er war mehrere Jahre lang Schirmherr von Schießworkshops. Das klingt nach haarsträubenden Zuständen in MacBum, muss ich wirklich sagen. Polizei, Spezialeinheiten, Nordkreuz und der Innenminister mittendrin. Aber Lorenz Kaffier hatte keine Ahnung. Er hat die Waffe ja 2018 bei Frank T. gekauft. Allerdings nach eigenen Angaben erst 2019 von seiner möglichen rechtsextremen Verbindung erfahren. 2019 hat Kaffier es aber gewusst. Definitiv. 2019 wusste er Bescheid. Hat es aber trotzdem nicht erzählt, dass er diese Waffe gekauft hatte. Und das ist das eigentliche Problem. Noch vergangene Woche hat Kaffier betont, das alles sei eine reine Privatangelegenheit. Bei wem und wofür er diese Waffe gekauft hätte, das ginge keinen etwas an. Das sei alles privat. Also ich glaube wirklich nicht, dass Kaffier irgendeine Nähe zu Rechtsradikalen hat. Aber ich finde, den Besitz einer Waffe aus dem rechtsradikalen Milieu zu verschweigen, ist sehr, sehr dämlich. So dämlich, dass er auf keinen Fall eine Waffe besitzen sollte. Da wir wissen, dass Kaffier nicht gerne Interviews gibt, hat Tobias Döll einfach mal direkt in sein Tagebuch geschaut. Lorenz Kaffiers Tagebuch. Liebes Tagebuch, Mann, war das eine verrückte Woche. Ich glaube, das letzte Mal war in MacBum so viel los, als Angela hier mit ihrem Kegelclub zu Besuch war. Rund um die Uhr haben mich alle mit einer Frage genervt. Was wird aus Lorenz Kaffier? So sehr, dass ich am Ende zurückgetreten bin. Ups, jetzt fahre ich hier auch fast noch hin. Eben war ich noch der hottest Man in MV und jetzt will keiner mehr was mit mir zu tun haben. Und alles nur, weil ich mir 2018 eine Knarre bei einem Schießplatzbetreiber mit Verbindung zu einem rechten Terrornetzwerk gekauft habe. Dachte bis Anfang der Woche noch, dass das eigentlich keinen was angeht. Zu privaten Dingen können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt's von der Stelle keine Äußerung. Genau, denn wie ein Innenminister Wasserski fährt, wie er mit seiner Frau flirtet, soll ich dich mal küssen? Und bei welchem mutmaßlich Rechtsextremen ein Innenminister seine Pistole kauft, ist ja wohl Privatsache. Leider fand meine Chefin das mit der Waffe nicht ganz so privat wie ich. Dabei habe ich doch zwei Dinge klargestellt.
Erstens war auf dem Schießplatz, wo ich die Waffe gekauft habe, auch häufig das SEK aus Mecklenburg-Vorpommern zu Gast. Und die sind ja wohl über jeden Zweifel erhaben. Obwohl, irgendwas mit Rechtsextremismus war da auch. Egal. Und zweitens hat mir der Schießplatz Heini beim Kauf vor 2 Jahren gar nicht gesagt, dass er Verbindungen zu Rechtsextremisten hat. Davon weiß ich erst seit 1,5 Jahren. Und zack, nur 18 Monate später habe ich das alles in einem Spiegel-Interview offengelegt. Aber gut, wenn das einigen nicht schnell genug war, dann mache ich eben einen Abgang. Dann müssen die jetzt sehen, wie sie ohne mich klarkommen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So ein Rücktritt hat auch was Gutes. Habe ich endlich Zeit, um mit meinem Kumpel Polonaise zu tanzen. Also, Ente gut, alles gut. Oder ist das eine Möwe? Egal. Bis bald, dein Lorenz. Corona hält uns weiter auf Trab. Es gibt mehr Durchhalteparolen, habe ich das Gefühl. Und ich finde, dass die Bilder langsam etwas eigenartig werden. Das Virus habe eine lange Bremsspur, sagt Gesundheitsminister Spahn. Will man das wirklich so genau wissen? Eine Bremsspur? Und dann hat letztens auch RKI-Chef Wieler gesagt. Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen. Leute, was ist denn da los? Pobacken zusammenkneifen, Bremsspur? Was sind denn das für Vergleiche so kurz vor Weihnachten? Denken die, wenn wir die Köpfe der Bevölkerung nicht erreichen, dann probieren wir es mal untenrum? Am Montag hatten sich ja Merkel und die Ministerpräsidentinnen mal wieder zum Videochat verabredet. Merkel hätte wie immer gerne verschärft, weil sie zurzeit ja die Intensivstationen bedenklich füllen. Aber den Ländern war das zu viel, also wird alles vertagt auf kommende Woche. Man muss sagen, dieser Lockdown-Light ist ja für die meisten von uns eigentlich so, dass man kaum merkt, dass sich irgendwas ändert. Das Leben läuft ja doch ziemlich genauso weiter wie vorher, außer dass eben Restaurants und Kneipen geschlossen sind. Und der gesamte Freizeit- und Kulturbereich. Es gibt aber gerade viel zu viele Ansteckungen in Schulen. Da sitzen ja immer noch 20 oder 25 Kinder zusammen auf engstem Raum. Es sind keine kleineren Klassen vereinbart worden, auch kein Online-Unterricht. Und dankenswerterweise sagt Markus Söder mal klipp und klar und ohne rot zu werden, worum es dabei eigentlich geht. Es ist ja der Zusammenhang. Schule und Kita hatte den Sinn und Zweck, auch um die Wirtschaft am Laufen zu lassen. Wenn die Eltern keine Betreuung haben, gibt es auch keine Wirtschaft. So sieht's aus. Die Schule ist nichts anderes als eine bessere Gepäckaufbewahrung für Schülerinnen und Schüler. Mittel zum Zweck, damit die Eltern zur Arbeit gehen können und die Wirtschaft läuft. Genauso wird sie von der Politik seit Jahrzehnten behandelt. Es gibt auch 8 Monate nach dem Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland keine vernünftigen Konzepte für die Schule. Es gibt nur ein paar irrlichternde Vorschläge wie den von Peter Altmaier, demnächst einfach in den leerstehenden Räumen von Gaststätten zu unterrichten. Da heißt es dann Hefe raus, Klassenarbeit. Also wenn ich Lehrer wäre, ich würde dazu sagen, Peter, es wäre wirklich ganz nett, wenn du dich mit deinen Wortmeldungen einigermaßen konstruktiv am Unterricht beteiligen könntest. Vielen Dank. Möglicherweise werden ja demnächst dann die privaten Kontakte weiter eingeschränkt. Das ist ja im Gespräch, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche nur noch jeweils eine Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Dann heißt es also nur noch 2 Freunde und die 2 Fragezeichen und TK und KG. Also da muss man sich entscheiden, ne? Nicht alle 4 zusammen. Morgens in der Schule treffen sich natürlich nach wie vor 25 Leute aus 25 Haushalten. Morgens ist es kein Problem, nachmittags schon. Das Coronavirus ist offenbar das erste Virus überhaupt, das gerne ausschläft. Wusste ich auch nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und die Zahlen gehen plötzlich runter auf mysteriöse Weise, oder? Man hilft einfach etwas nach. Patricia Kümpel und Moritz Stadler. Leidet Ihre Region unter hohen Corona-Fallzahlen und Sie haben Angst vor noch härteren Maßnahmen? Kein Problem, da gibt's doch was von Forchheim, und zwar Oberbürgermeister Kirstein Akut. Sein spezieller Wirkstoff, scharfsinnige Logik. Wenn ich mehr teste, habe ich mehr Testergebnisse. Da habe ich noch kein Infektionsgeschehen nachgewiesen. Und genau da setzt der patentierte Fallzahlenhemmer an. Weniger Tests, weniger Fallzahlen. Das Präparat hilft bereits beim ersten Anflug möglicher Testungen, wie einer bayernweiten Studie der Unikliniken in Kindergärten. Mit der Covid Kids Bavaria soll erforscht werden, wie ansteckend Kinder sind. Und dafür muss viel getestet werden. Doch Kirstein Akut wehrt die Studie erfolgreich ab. Zitat:
Daher habe ich mich dazu entschieden, dass die Stadt Forchheim mit keiner städtischen Kindertagesstätte an der Studie Covid Kids Bavaria teilnehmen wird. Wir müssen nicht testen, als man noch mehr Kranke hat. Von daher sage ich, unser Herr Kirstein hat alles richtig gemacht und ich bin sehr dankbar. Und Kirstein akut hält sogar hartnäckigen Beschwerden stand. Das kann nicht wahr sein. Also einfach die Begründung, ja, die Begründung so nach dem Motto, wir testen nicht, weil dann könnte es ja sein, dass da irgendwelche Maßnahmen auftreten. Das geht nicht. Gelegentlich kann es bei der Anwendung zu schweren Kontraindikationen kommen. Nur weil ich nicht teste und ich bin schwanger, heißt das ja nicht, dass ich nicht schwanger bin. Man muss ja wissen, wo man steht. Ich glaube, ohne Test ist die Dunkelziffer eben größer und dann werden wir noch schlimmer dran. Dabei basiert die Wirksamkeit von Kirstein akut auf fundierten Selbsterkenntnissen von erfahrenen Theoriemedizinern. Darauf können sie vertrauen. Sie decken Kranken typischerweise durch Ausbildung von Symptomen. So funktioniert es seit Jahrtausenden, seit Hippokrates, so funktioniert die Medizin. Über Symptomatik ergibt sich eine Krankheit, nicht durch Tests. Genau, keine Tests, keine Fallzahlen, kein Lockdown. Auf Kirstein akut hat die Medizinwelt gewartet. Wir wissen, 30% ja, haben überhaupt keine Symptome. Die sind Träger des Virus, verbreiten das auch, geben es weiter. Und die zeigen keine Symptome. Ja. Genau die Gefahr. Kirstein akut mit Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie doch mal Ihren Arzt oder Apotheker. Der Lockdown kostet viel Geld. Und Finanzminister Olaf Scholz ist überraschenderweise ganz entspannt. Das Geld ist vorhanden, schlichtweg, weil wir genug Geld haben. Das Geld jedenfalls steht bereit. Wir haben's, Leute. Wir haben Geld. Erstaunlich, oder? Im vergangenen Jahr hieß es noch, es sei kein Geld da, nicht für Investitionen, erst recht nicht für Klimaschutz. Da hieß es noch, wir müssten sparen. Auf einmal geht's. Das müssen sich auch die Aktivistinnen von Fridays for Future mal hinter die Löffel schreiben. Politik reagiert eher auf doofe Viren als auf kluge Argumente. Aktuell gibt es ja 10 Milliarden Euro für die vom Lockdown betroffenen Unternehmen, die sogenannten Novemberhilfen. Und wann kommen die Novemberhilfen? Gibt es da irgendwelche Experten? Wer kann da helfen? Die kommen meines Wissens nach, dauert das noch bis April, ja. Ja, jedenfalls nicht im November. Sie heißen zwar Novemberhilfen, aber es gibt im November allenfalls Abschlagszahlungen. Das liegt daran, dass das Geld zwar vom Bund kommt, aber die Auszahlung durch die Förderbanken der Länder abgewickelt wird. Und das Antragsverfahren stottert auch noch, weil das Antragsformular noch durch den IT-Dienstleister des Wirtschaftsministeriums erfolgt. Also bitte, Leute, habt etwas Geduld. Leider haben die Unternehmen gerade jetzt schon Liquiditätsengpässe. Das ist das Problem. Aber die Freude wird dann sicher umso größer sein, wenn irgendwann wirklich mal Geld fließt, nach Monaten. Und auf die Frage, wohin sollen wir Ihnen die Hilfe überweisen, sagen dann viele wahrscheinlich, nicht überweisen, einfach in den Hut vor mir werfen. Die 10 Milliarden, die aktuell zur Verfügung gestellt werden, stammen übrigens aus dem Topf für die bisherigen Überbrückungshilfen. Das waren 25 Milliarden, von denen aber seit Frühjahr nur 1,5 Milliarden abgerufen wurden. Weil nämlich die bürokratischen Hürden so hoch waren. Das ist natürlich geschickt. Ja, Hilfen, die wegen der hohen Hürden nicht in Anspruch genommen werden, einfach nochmal als Hilfen anzubieten, wieder mit hohen Hürden. Ich meine, das Geld ist noch nicht da, aber es gibt immerhin einen 89-seitigen Leitfaden für die Novemberhilfen. Den kann man ja schon mal ganz in Ruhe durcharbeiten. Stellen Sie sich mal vor, in anderen Notsituationen würde das mit der Hilfe genauso laufen. Ach, gut, dass Sie da sind. Ich kriege kaum noch Luft. Mein Herz, das rast. Dabei wollte ich nur eine Glühbirne wechseln. Oha, das könnte ein Herzinfarkt sein. Was? Aber ich habe mich doch an alle Vorgaben gehalten, die ihr Ärzte mir gemacht habt. Gesunde Ernährung, Sport. Ich habe mir sogar teure Laufschuhe gekauft. Keine Sorge, wir kümmern uns um Sie. Ach. Haben Sie denn alle Formulare ausgefüllt? Welche Formulare? Naja, für Ihren Antrag auf Herzinfarkthilfe, da müssen wir schon gründlich sein. Hier einmal genau schildern, wo Ihre Schmerzen sind. Linke Herzkammer, rechte Herzkammer, Speisekammer. Und hier die Marke der Glühbirne eintragen, die Sie wechseln wollten. Ne? Und dann berechnen Sie uns bitte einmal noch Ihren mittleren Hämoglobinwert der letzten 6 Monate im Quadrat zu Pi und ziehen dann die Wurzel Ihres linken Backenzahns. Hä? Ich verstehe das alles nicht. Bitte, ich habe Schmerzen. Kein Problem, wir helfen Ihnen. Hier ist der Leitfaden zum Ausfüllen der Herzinfarkthilfe. Mit dem ist das in 0, nichts erledigt.
Das sind 89 Seiten. Ja, haben Sie jetzt Schmerzen oder nicht? So, alles beisammen. Ja, das sieht doch gut aus. Danke. Dann können wir jetzt zusammenpacken. Was? Was ist mit meinem Herzinfarkt? Ich brauche Hilfe. Naja, Sie haben ja jetzt erstmal die Hilfe beantragt, aber das heißt ja nicht, dass die jetzt auch sofort kommt. Ne? Müssen Sie sich schon noch so ein bisschen gedulden, ne? Zwei, drei Wochen, Monate, mal gucken. Gute Besserung. Alles Gute, ne? Danke. Ein Film von Sebastian Ried. Auch heute gab es in Berlin wieder eine sogenannte Querdenken-Demo. Man kennt das ja schon. Die bekannte Insalata Mista aus ein paar tatsächlich besorgten Bürgerrechtlerinnen und einer Mehrheit von Esoterikern, Verschwörungstheoretikerinnen, Hippies und einer Sängerin. Selbst das ist erlaubt. Da sieht man mal, wie großzügig unsere Demokratie die Freiheit der Meinungsäußerung interpretiert. Jeder und jede darf für Demokratie, für Gewaltenteilung, auch gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Das Demonstrationsrecht ist heilig. Aber warum nicht einfach mit Maske und Mindestabstand? Was ist das Problem? Dann wäre die Veranstaltung nämlich auch nicht aufgelöst worden. Und was ich auch nie verstehen werde, wieso demonstriert man für Demokratie gemeinsam mit NPD und AfD? Das ist doch, als würde man für Tierschutz gemeinsam mit Clemens Tönnies auf die Straße gehen. Im Bundestag ging es heute um ein neues Infektionsschutzgesetz, das direkt auch heute noch durch den Bundesrat bestätigt wurde. Ein Eilverfahren, das man mit Recht bedenklich finden kann. Die Corona-skeptischen Spaßvögel nennen das Ganze allerdings wie? Ermächtigungsgesetz. Ja, da fällt mir auch ein guter Nazi-Vergleich ein. Corona-Leugner sind wie Adolf Hitler, auch sie haben ein Ei am Wandern. Es ist wirklich schwer auszuhalten, was auf diesen Demos geredet wird. Zum Beispiel hier Querdenkerchef Michael Ballweg. Die Pandemie ist dann vorbei, wenn die Bevölkerung entscheidet, dass sie vorbei ist. Ja, und wenn man eine Glatze hat, wachsen die Haare wieder, wenn alle dafür sind. Auch mit dabei in Berlin waren natürlich die unvermeidlichen QAnon-Gläubigen, die behaupten, Corona sei die Erfindung einer satanischen, pädophilen Weltverschwörung. Ihnen geht es nicht um reale Verbrechen an Kindern, die es ja tatsächlich gibt. Stattdessen glauben sie, Angehörige der Elite würden Kinder in unterirdischen Lagern foltern, um aus ihrem Blut ein Mittel zu gewinnen, das der Elite als Lebenselixier dient. Adrenochrom. Das Motiv ist gar nicht mal so neu. Das ist eine direkte Weiterentwicklung altbekannter antisemitischer Ritualmordlegenden. Völliger Wahnsinn. Also Bill Gates, Hillary Clinton und auch Angela Merkel spielen uns etwas vor. Glauben die. Und tausende Politikerinnen und Wirtschaftsbosse auf der ganzen Welt wissen das und halten dicht. Wie soll denn das gehen? Ich meine, Angela Merkel, alleine Angela Merkel. Haben Sie mal gesehen, wie Angela Merkel schauspielert? Haben Sie mal gesehen, wie Angela Merkel gute Laune spielt, wenn zum Beispiel Karnevalisten ins Kanzleramt kommen? Hier. Glauben Sie im Ernst, eine Frau, die so unbegabt gute Laune spielt, könnte einem eine ganze Pandemie vortäuschen? Im Leben nicht. Hallo Welt! Hallo liebe Menschen! Hier spricht endlich die wirklich wahre Wahrheit. Eure Nele Strunz vom Verein für indianische Lebensweise und Heal Earth Dance. Nein. Ich habe das Studio der Lügenpresse gestürmt. Schluss mit der Gleichschaltung. Schluss mit der Versklavung. Nee, Moment mal. Heute Nachmittag schon in Berlin im Bundestag und jetzt hier auf dem NDR-Gelände. Haben Sie eine Genehmigung, hier reinzukommen? Ich trage alle Genehmigungen in mir. In meinem Land brauche ich keine Genehmigung. In Ihrem Land? Was soll das sein? Welches Land ist das? Das Besserwisserland? Ich denke, wir leben alle in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, das denkst du. Geh mal googeln. Da wirst du dich wundern. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es nämlich gar nicht. Aber mach nur weiter. Wir freuen uns, ja? Wir freuen uns, denn irgendwann ist es soweit. Dann kommt ihr alle in den Knast. Wir alle? Wer ist jetzt wir alle? Wer sind wir? Ihr seid die Lügenpresse, ihr seid die Corona-Diktatur. Gut, Frau Strunz, ja, Frau Strunz, wir versuchen jetzt mal miteinander zu reden. Ja, wir nehmen uns die Zeit, ich lasse mich drauf ein. Versuchen Sie, mich zu überzeugen. Ich höre.
Corona gibt es nicht. Corona ist eine Erfindung. Woher wollen Sie das wissen? Ich fühle das. Sie fühlen das? Ja, ich spüre so etwas. Ich spüre jetzt auch ganz deutlich dein Schmerzfeld. Wenn es diese Corona-Tests nicht gäbe, dann gäbe es doch gar keine Pandemie. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, ja, wir haben es doch eben auch gehört. Das stimmt, man kann das sogar weiterdenken. Ohne Medizin gäbe es überhaupt keine Krankheiten. Gäbe es nicht. Es gäbe da nur Menschen, denen es sehr schlecht geht und die irgendwann seltsam kalt und starr werden. Frau Strunz, Sie können das ja von mir aus alles denken. Sie können diese Meinung vertreten. Sie können auch demonstrieren, Ihre Meinung sagen. Aber warum halten Sie sich nicht an die Regeln? Warum nicht Abstand und Masken? Ich trage meine Maske in mir. Meine Maske ist das Immunsystem. Ja, ich bin Volkslehrerin, ich bin Heilerin und ich bin auch Virologin. Wir sind alle Virologen und vor allem liebe ich Menschen. Ich möchte, dass wir Menschen Liebe machen, dass wir uns frei machen dürfen, wann und wo immer wir wollen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie sagen, Sie sind Menschen. Liebhaberin, gleichzeitig laufen Sie aber mit Rechtsextremisten und Holocaustleugnern mit. Das verstehe ich nicht, das ergibt keinen Sinn. Sinn? Sinn, Sinn? Woher kommt Sinn? Na? Richtig, von den Sinnen. Und ich bin meiner Sinne beraubt, weil ich dieses Folterinstrument hier tragen muss. Freiheit für meinen Geruchs- und Geschmackssinn. Wachet auf! Wacht auf! Frau Strunz, geht. Nein, du böser Maskenmann. Nimm endlich deine Maske ab. Ich habe meine Maske in der Garderobe. Ich trage gar keine Maske im Moment. Nimm endlich deine Maske ab und zeige dich als das, was du bist. Ein Echsenwesen. Genau wie Angela Merkel, Hillary Clinton und all die anderen Satanisten. Ja, geh mal googeln. Angela Merkel ist nämlich Hitlers Tochter. Leute, ich muss euch was sagen. Unter mir hier führt ein geheimer Tunnel nach Amerika. Das haben meine Berechnungen genauestens ergeben. Hier unter uns in diesem Tunnelnetz werden kleine Robbenbabys festgehalten und müssen den ganzen Tag öffentlich-rechtliches Radio hören. Das ist doch alles schrecklich. Ja, das ist in der Tat schrecklich. Da gebe ich Ihnen recht. Na endlich. Ich meine, wir sind doch keine Spinner. Wacht auf. Wir haben genug gehört. Vielen herzlichen Dank, Frau Strunz. Danke dafür. Und jetzt ganz schnell abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Von Boris Rosenkranz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Oberungar Orban, seine polnischen Brüder und ihre große Abrechnung mit der EU. Beide Länder haben das knapp 1,1 Billionen schwere EU-Finanzpaket für die kommenden 7 Jahre blockiert. Plus Corona-Hilfsgeld verhindern die also rund 1,85 Billionen Euro, eine Zahl mit 10 Nullen. Kann man sich trotzdem kaum vorstellen. Doch, guck mal, das hier ist eine Null und das hier sind 10 Nullen, ganz einfach. Und rechnet man diese 6 Polen dazu, ist's immer noch Null. 0 Euro im EU-Haushalt. Sie protestierten damit gegen die geplante Bindung von EU-Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Ja, Grundrechte haben die ja längst subtrahiert. EU minus Demokratie gleich Ungarn und Polen. Die zeigen uns ehrlich gesagt in der Europäischen Union inzwischen den ausgestreckten Mittelfinger. Na, dann zeig denen doch mal ein paar zurück. Und nun der DFB-Ratgeber Hotspot-Reisen leicht gemacht mit super Geheimtipp. Auf nach Sevilla also, in die Region Andalusien. Bis 24. November gilt hier ein Einreiseverbot, es sei denn, triftige Gründe liegen vor. Etwa ein Fußballspiel in einem super wichtigen Turnier während eines, naja, kleinen Lockdowns. Dass die Menschen sich darüber unterhalten und
Ihnen das alles aus Sorgen bereitet, das kann ich schon nachvollziehen, aber... Aber so ein 0-6 gegen Spanien ist doch jede Reise wert. Und falls jemand fragt, ob das alles notwendig ist, sagen Sie einfach... Wenn Spiele angesetzt sind, wir können nicht im Hotel bleiben und sagen, okay, wir reisen jetzt nicht ins Stadion. Genau, und hatten Sie Kontakt zu positiv getesteten Personen, etwa aus der Ukraine? Nur die Ruhe. Sie müssen auch nicht in Quarantäne, denn... Unser Arzt hat einfach auch uns nochmal versichert, dass wir keine Angst haben brauchen. Na dann, guten Flug. War sonst noch was? Ach ja, steht denn der alte Holzpimmel noch? Huch! In den letzten Wochen war das ungewöhnliche Kulturdenkmal aus unbekannten Gründen umgefallen. Schuld waren vielleicht Kühe, die sich daran gerieben haben. So, so, na ja, jetzt steht er ja wieder, Wiener 1. Das Coronavirus macht nicht nur krank, es macht auch Müll. Im Jahr 2018 hat jeder und jede Deutsche bereits knapp 230 Kilo Verpackungsmüll verursacht. Das wundert einen nicht in einem Land, in dem sogar Müllbeutel verpackt werden. Und dieses Jahr wird das noch viel mehr werden, sagt dieser Experte. Das Aufkommen von Restmüll im gelben Sack ist sehr, sehr verstärkt aufgetreten seit Corona. Zum Beispiel durch die ganzen Essenslieferungen. Letztes Jahr sind noch alle zum Unverpacktladen gerannt und haben sich ein Pfund Butter und 200 Milliliter Olivenöl in der hohlen Hand mitgenommen. Und unverpacktes Haarshampoo, wo man dann nach der Benutzung eine Frisur hatte wie das Sams. Aber lassen wir das. Alles aus ökologischen Gründen hat man das gemacht. Und jetzt in Corona-Zeiten alles vergessen. Da lässt man sich Essen liefern. Und der ganze Mülleimer ist danach voll mit Aluschalen, Aludeckeln, Plastikschälchen und Plastik-Essstäbchen. Ne? Alles Verpackung. Da kommt das Essen vom Inder und man denkt, ja, innen lecker die Samosa, aber außen irgendwie geschmacklos. Ach nee, ist das Styropor. Gut, eine Möglichkeit wäre, das Essen selbst im Restaurant zu holen. In Mehrwegbehältern. Ich mach das. Mit alten Einmachgläsern von meiner Oma. Auch wenn es nicht leicht ist, so eine Pizza da reinzukriegen. Aber ich habe das Gefühl, dass viele ohne Plastik überhaupt nicht mehr klarkommen. Das ist Patrick M. Er ist einer von rund 80 Millionen Plastik-Junkies in Deutschland. Jeder von ihnen konsumiert pro Jahr gut 225 Kilo. Und auch Patrick M. kann einfach nie genug von dem Kunststoff bekommen. Ich habe richtige Plastikpartys gefeiert mit Styropor und allem. Ich habe sogar Badeurlaube im Indischen Ozean gemacht. Und ich dachte, ich hätte alles im Griff. Aber irgendwann wurde mir klar, ich habe die Kontrolle verloren. Dabei fing es so harmlos an. Auf dem Weg zur Arbeit kauft sich M seinen ersten Coffee to go im plastikbeschichteten Becher. Eine schicksalhafte Entscheidung. Ich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht. Ich wollte mir nur ein Käffchen holen. Ich meine, klar, die Umwelt und so, ne? Aber das war so einfach und so bequem. Das hat sich so geil angefühlt. Von da an lebt er im Plastikrausch. Da eine PET-Flasche, dort eine Seife mit Mikroplastik. Und Corona macht alles noch viel schlimmer. Restaurants dürfen Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten, Verpackung inklusive. Online-Händler müllen ihre Kunden mit Plastik zu. So rutschen Betroffene wie Patrick M. immer tiefer in die Plastiksucht. Polycarbonat, PVC, Styropor, wie man es nennt. Ich kann einfach nicht mehr ohne. Weil er alleine nicht mehr aus dem Plastiksumpf herauskommt, sucht M. Hilfe bei einer professionellen Suchtberatung. Ja, wir haben Patrick in das sogenannte PAP-Programm aufgenommen. Dort bringen wir den Patienten bei, sukzessive von Plastik auf Pappe umzusteigen. Patrick M. macht einen Entzug. Doch dann der Rückfall. Die Verpackungspappe war mit Plastik gestreckt. Mit Plastikfenster. Oh geil. Oh geil. Oh, ich will mehr davon. Komm rein, der Sport ist es schließlich, der Patrick M. aus der Sucht befreit. Heute ist er professioneller Müllbergsteiger im eigenen Vorgarten. Ein Mann, ein Weg. Ein Film von Patricia Kümpel und Henning Nasse. Es gibt ja gerade Plagiatsvorwürfe gegen SPD-Familienministerin Franziska Giffey.
Sie hat offenbar bei ihrer Doktorarbeit geschummelt. Deswegen hat sie sich entschieden, ihren Doktortitel nicht mehr zu tragen, solange ihre Berliner Uni nicht endgültig entschieden hat. Leider hat sie diesen Schritt noch mit einer handschriftlichen Erklärung ergänzt, nämlich dieser: Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet. Ein sehr pathetischer, ein schlimmer Spruch, wenn Sie mich fragen, wer ich bin und was ich kann. Ist der Satz von ihr? Ich glaube ja, den hat sie geklaut. Ich denke, das wird der Skandal, über den wir nächste Woche reden werden. Das ist in Wahrheit ein Wandtattoo aus dem Baumarkt. Das war Extra 3. Jetzt kommt's ab. Bis nächste Woche.